Hallo meine lieben Freunde der Action, Horror und Splatter-Spiele. Schön, dass ihr wieder dabei seid, bei meinem Versuch nicht völlig zu versagen. Und hier sind wir nun wieder auf Pandora mit der Desert Falcon, mit Obi-Wan 0815 und natürlich mit mir, Darkmind 84. Also viel Spaß dabei. Also, Pistole zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Schön, macht ihr es unter euch aus, ich loot es ein. Ich hab's dir doch wieder hier hingelegt. Also falls du willst, liegt die am Ausgang. Was ist denn das hier? Krasse Scheiße. Also wer eine Shotgun will, kann sich hier noch eine holen. Ein Automaten oder was? Nö, da liegt eine. Immer das ganze Kaufen und Verkaufen hier. Das ist nervig, ne? Gearbox Rifle. Fantastisch. Eine weitere Herausforderung gemeistert. So. Wie schaut's denn aus? Ich bin noch am Kaufen und Verkaufen. So, Schilde ausrüsten. Genauigkeit ist meine aber ziemlich viel besser als die Pump Action da. So, und jetzt eigentlich noch das, wozu ich eigentlich wirklich hierher gekommen bin, Munition. Die habe ich schon dabei. So, noch ein bisschen Heals. So, und da liegt immer noch eine Shotgun. Ja, ich habe schon eine. Ich finde meine besser als die, die da liegt. Also bedient euch. Und was wir hier haben. Och, da sind ja auch noch ein paar Waffen. Mal sehen, ob da irgendwas Interessantes ist, das man kaufen könnte. Ich befürchte eher nicht. Doch, 16x2 ein Maschinengewehr. So als Beispiel. Ja gut, man könnte ja mal wirklich schauen, ob da was ist, was sich lohnen würde. Probier das mal aus. Sowieso reißen wir dem Schurken das Arschloch auf. So, man kann ja mal gucken. Ach, danke. Guck mal, man kann hier vergleichen und man kann die Waffe direkt auch währenddessen verkaufen. Irgendwie schon, ja. So. Und dann nehme ich die. Okay, die schießt so. Die bandet. Ah, die ballert einfach. Mit dem Riesenmagazin, das ist auch geil. Ja, die sieht ja auch richtig cool aus von der Seite. Jo, das sind Bandit-Waffen. Jetzt habe ich natürlich schon wieder einen Haufen Munition verballert. So, jetzt kann ich natürlich noch einen Skillpunkt vergeben. Ganz vergessen. Hm.
nimm mal das da. So, dann geben wir doch mal den Auftrag ab. Dann kriegen wir wieder eine Belohnung. Bisschen Erfahrung und Skin. Ist immer gut. Ach, es ist friedlich hier. Ja, mit so viel Wasser. Richtig. Gehst sicher gern wieder schwimmen. Ich fürchte, ich habe den Nicht-Schwimmer-Charakter ausgewählt. Wisst? Soll ich mal eine neue Waffe testen? Der hat mich angezündet, der Sack. Oh, die hat nur Einzelschuss scheinbar. Bin auf Medikits gestoßen. Medikits! Das kann man nicht umstellen, wenn die so einen Einzelschuss oder so haben, ne? Nee, das ist so, wie es ist. Hm. Ist so, weil ist so. Und bleibt so, weil war so. Jo, die Fähre ist hier. Alle an Bord, Fähre legt ab. Oh, da hat's Bullimong. Ich will Bullimong töten. Gut, die Waffe ist auch nicht das Gelbe vom Eifel-Maschinengewehr. Ja, meine auch irgendwie nicht. Die ist geil. Du Mistvieh, nimm das. Magazin ist immer noch nicht leer. Letztes Magazin leer. Kommt noch einer. Der hat dich schon bewirft. Richtig. Mit Bullimon-Kacke. Da ist noch einer. Wo? Besteig dich gerade von hinten. Und noch einer. Frisst Granate. Hör auf. Frisst Geschützturm. Mag einer einen Revolver? Kannst du haben von mir aus. Ich bin nicht so für Revolver. Obi will ihn nicht, wie es scheint. Was sagt man dazu? Dann nehme ich ihn. Ich bin nicht hoch, verflucht. Du musst außen rumlatschen. Ach. So, kann man die Reise auslösen? Mhm. Ja, versuchen wir es doch mal. Oh, was habe ich denn da? Eine Tedior Shotgun mit... Okay. Zielvisier. Eine knallrote Mini-Uzi. Das ist doch schick. Oh, Bullimungs. Oh, dann nehme ich doch direkt mal wieder den Geschützturm zum Einsatz. Und eins tot. Oh, Bullimung 2 ist aggressiv. Gehst du weg? Echt mal. Gehst du weg? Du bist nahe da, ein Scheißvieh. Wow, schmeißt wieder so ein Steineschmeißer. Hoffen wir mal, dass es Steine sind. Vorsicht, noch ein neuer. Nachladen dauert auch ein Weilchen bei der Waffe. Ja, habe ich auch mir gerade so gedacht bei meiner.
Ich sollte nicht unbedingt mit zwei Waffen derselben Munitionsart durch die Gegend laufen. Das ist, glaube ich, suboptimal. Achtung, ich jag was in die Luft. Ja, es hat's getan. Aua. Da kommen noch mehr. Aua. Oh, Munition ist mir ausgegangen. Was wird zum Geier? Irgendwas trifft mich. Ach du Blödmann hier. Welchen Gegner? So, mal gucken. Ah, eine Pistole als Abwechslung. Und eine Uzi. Immerhin Munition. Scheiß Zwerg hier. Echt? Endboss Rang 1. Ich bin hier gerade mit dem Revolver unterwegs. Wollten wir nicht das Ding mal abliefern gehen eigentlich, ursprünglich? Wir versuchen es ja. Nur stehen uns ziemlich viele im Weg. Kannst du gerade, du stehst gerade dort. Ah, er ist schon wieder. Ja. So, alle tot? Alle tot. Das ist gut. Alle tot, Ziel erreicht. Ja, jetzt kommen da von links sicher wieder welche. Ja, ich sehe sie auch schon. Und schwupps, die wupps. Geschützturm. Der Kack-Uzi kann ich einfach nicht zielen. Geht mir vom Leib, ihr scheiß Rex. Oh, die kommen nochmal. Ja. Gibt's da eigentlich auch wieder irgendwie eine Trophy für so und so viele? Ich hab mir die noch gar nicht angeguckt, die Trophies. Ich hab mir die auch nicht angeguckt, keine Ahnung. So, das waren glaube ich alle. Ja, sieht gut aus. Was er eigentlich so mit mir, was ich so mit mir rumschleppe. So. Soll ich mal abgeben? Von mir aus, ja. Millionen Dank, Kammerjäger. Millionen Dank. Ah, wir können direkt zwei Sachen kassieren. Ja, stimmt, Bullimon-Haare und das andere. Beispielhaft. So. Beispielhaft. Perfekt. Und was haben wir hier jetzt noch? Ich kann hier gar nicht an das Board ran, was ist das denn? Was für ein Board? An dieses schwarze Brett oder was es auch sein soll hier. Das schwarze Brett. Das schwarze Brett ist eh kaputt. Also ist klar, dass du es nicht benutzen kannst. Claptrap nehmen? Ich kann den Claptrap nehmen? Aber hoffentlich von vorne. Hm.
Den Claptrap zu seinem Schiff eskortieren. Okay. Boom, boom. Boom, 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 boom. I want to shake my room. Wir waren alle tief zurück. Alex auf Telefon, Entschuldigung. Yeah, er ist zurück. Was, der Alex? Nee. Ah, okay. Ich dachte schon, wir hätten dich so beleidigt, dass du nicht mehr mit uns redest. Wieso beleidigt? Weiß auch nicht. Mach das jetzt einfach so, wie ihr das macht. Ich schnapp mir alles, bis ich voll bin, und dann ist mir's egal. Aber darum hast du nicht gesagt, dass du die Waffe willst. Wir haben extra Sachen für dich liegen lassen. Seid ihr jetzt wieder schon wieder losgerannt? Jupp. Yep. Gut, dann lasse ich euch mal. Ich tue noch ein bisschen Waffen wechseln. Ja, immer drauf scheißen. Wenn jemand eine lustige Shotgun findet, meine ist Sack. Arschgaul. Ich glaube, ich sollte langsam mal zu euch kommen. Sonst seid ihr schon am Ende vom Level und ich bin noch hier bei der Basis. Wir noch lustig Geld einsammeln. Ja, aber Claptrap haut ja auch die ganze Zeit ab. Dieser kleine nervöse Roboter. Wie viel Kohle habt ihr inzwischen? 8,33. Wer wird? Bitte? Der weiß es nicht. Sorry, ich muss gerade kurz mal was nachlesen. Was gibt es? Die Kohle ihr habt inzwischen. Kohle. Schauen wir mal. Immer mein neues Sniper testen. Dann ich hab mal. $609 im Moment. Oh, Bock. Okay, ich hab 1500 irgendwas. Irgendwas macht mich falsch. Ja, ich hab auch schon ein bisschen was ausgegeben. Ich hab mir ein Maschinengewehr gekauft für ein paar hundert. Besser gesagt, das Ding, was ich hier gerade benutze, was so arschgeil aussieht auch. Na gut, ich nehme auch selten Munition auf, ich kaufe mir das ganze Zeug halt. Ach, Schweb. Du wirst verfolgt, der Satt. Ist es so? Dann hauen wir dem mal auf die Mütze. Von irgendwas Kleinem wirst du verfolgt. Kohle kriegen wir nach wie vor alle, oder? Jupp. Das teilt gleichmäßig auf. Das ist doch schön. Kann ich nicht brauchen, das Zeug. Was, Kohle? Nö, Munition. Da kommt was! Ui! Geht weg, ihr Psychopathen! Warum sagt uns Arschgall Hallo? Andiamo, Handlanger. Scheiß Claptrap. Jawohl. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, Tschüssikowski.